Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf AlphaDial00. Und heute das traurige Ende der Vlogs. Es ist lange her, dass Vlogs gekommen sind. Der letzte richtige lange Vlog war der Vlog für Rumänien, wenn ihr euch daran auch noch erinnern könnt. Oder die Vlogs in Köln, wo ich beim Casting war. Und das war's. Sonst gab es keine richtigen Vlogs. Vielleicht mein Geburtstagsvlog, wenn man das auch als Vlog dazu zählt. Aber ansonsten gab es keine richtigen Vlogs. Daher, Freunde, gibt es jetzt eine Änderung. Aber, wie ihr schon im Titel recht schnell erkannt habt, das traurige Ende der Vlogs. Aber das Ende ist ja in Gänsefüßchen geschrieben, aus einem bestimmten Grund. Es werden vorerst keine Vlogs mehr jetzt kommen. Weil ich habe selber gemerkt, ja, es passt halt leider nicht mehr so zu mir. Es ist nicht mehr das, was ich so gerne mache, in die Kamera in die Hand zu nehmen und zu vloggen und sagen, Hallöchen, Freunde, bla bla bla, wir sind jetzt gerade in Kroatien. Ich wollte den Urlaub beispielsweise in Kroatien genießen, wo ich ein Ankündigungsvideo gemacht habe. Dann wollte ich einfach nur euch sagen damit, hey, ich habe gerade keine richtigen Kapazitäten, um irgendwas zu vloggen. Weil ich dachte so, das ist nicht spannend, das ist nicht spannend, das ist nicht spannend, das ist nicht cool, das ist nicht schön. Weil ich wusste nicht, was interessiert euch da nach einem Vlog? Weil ich habe auch nicht nachgefragt, muss ich ganz ehrlich euch sagen. Ich habe einfach gedacht, ich filme drauf los, mache die Kamera an und mir wird schon irgendwas einfallen. Und das ist jetzt hier einfach ein kleiner Real Talk Vlog. Hier werden ein paar Sachen eingeblendet sein, ja. Es wird aber meistens ungecuttet sein, einfach ehrlich und authentisch zu sagen, ja, es gibt eine Veränderung. Aber stattdessen von den Vlogs wird was Neues kommen für mich. Und ich versuche mich in Comedy-Videos, beziehungsweise werde ich euch auf meine Reise mitnehmen mit der Schauspielerei. Weil mein Ziel ist es ja, Schauspieler zu werden. Und da werde ich euch gerne ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Was lerne ich gerade so dafür? Was mache ich dafür? Was mache ich vor allem nicht gerade? Was kann ich noch nicht machen? Wo brauche ich noch ein bisschen Vorerfahrung? Wo brauche ich eine Ausbildung dafür? Einfach alles zusammengemünzt, da ist mir aufgefallen, hey, es macht mir zwar Spaß, vloggen, aber jetzt mache ich da einen Cut und konzentriere mich auf das wunderbare Detroit Become Human Let's Play, was ihr auch so gerne mögt und gerne anschaut euch, was mir aufgefallen ist. Da habe ich gedacht, darauf fokussiere ich mich jetzt und Schauspielvideos und Comedy, also Comedy-Schauspielvideos, weil ich werde euch gerne mit auf meine Reise nehmen, wie ich das mache, ob ich da euch zeige, wie ich mich Vorsprechen übe, wie ich lerne es zu reden richtig, wie ich es lerne Atempausen zu setzen, weil manchmal mache ich auch noch genug Fehler hier auf diesem Planeten, Freunde. Also ich merke allein in meinen allerersten Videos, die ihr vielleicht noch kennt, das von XXGaming, DaniXX, da war ich ja richtig übersteuert. Da hier bitte, da seht ihr mal ein Beispiel, wie es früher aussah. Da bin ich. Ich bin XXGaming Dani, dass du schon Bescheid weißt, auf meinem Video kommt Gameplays, gesagt Let's Plays. Und da wisst ihr jetzt mal, was das alles zu bedeuten hat, wenn ich dieses Ganze mal nicht gemacht habe. Ich habe ja so viele Kanäle aufgebaut und gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten wie jetzt der hier. Deswegen möchte ich erstmal sagen, Dankeschön, dass hier 93 Menschen überhaupt zusehen und sagen, hey, der Daniel, der ist mir sympathisch, da lasse ich ein Abo da. Dankeschön dafür, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen sage ich euch, wie es ist. Danke. Bei 100 Abonnenten kommt auch ein kleines Special und vielleicht auch ein Giveaway dazu. Aber das weiß ich noch nicht, weil ich hatte noch nie so viele Abonnenten tatsächlich. Ja, ich hatte einen Streaming-Kanal mit 100 Abonnenten. Da seht ihr auch vielleicht einen Ausschnitt jetzt daraus, aber ich weiß nicht, ob ich das downloaden kann oder so, weil die Streams sind halt lang gegangen. Früher wollte ich Streamer sein. Danach habe ich auch mal mit einem Motivationskanal versucht. Da habe ich es damit versucht. Ich dachte einfach so, ich will halt irgendetwas mit YouTube machen, weil es mir halt Spaß macht, vor der Kamera ich selbst zu sein. Oder es ist eine Comedy-Variante von mir. Weil beispielsweise mein Lieblings-YouTuber, wirklich den ich so lange, nächstes Jahr 10 Jahre kenne, CEO. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wenn ja, ihr habt den wunderschönen, ikonischen Clip, der mittlerweile durchs Internet viral gegangen ist. Hier bitte. So ein geiler Mülleimer! Und ganz ehrlich, Freunde, ich will einfach versuchen, ich selbst zu sein im Internet
um jetzt nicht mich aufzuspielen und sagen, ich mache jetzt weiter Vlogs, obwohl ich jetzt gerade keine Lust habe, ich mache jetzt einen Vlog für euch, obwohl nichts Spannendes passiert. Ey, heute hätte ich einen Vlog machen können, wie ich mit meiner Mutter einkaufen war. Hätte ich im Einkaufsladen gefilmt? Nein, weil ich es nicht respektvoll finde, weil ich es nicht schön finde. Deswegen habe ich jetzt gesagt, es ist erstmal vorbei. Und ganz ehrlich, vielleicht in der Zukunft kommt wieder was. Das nächste Video wird jetzt wieder ein, nach diesem Video wird jetzt auch wieder ein Gaming-Video kommen, tatsächlich. Detroit Become Human Part 4 mittlerweile dann schon. Und es ist schön zu sehen, dass diese Reihe Anklang findet. Und es ist schön für mich zu sehen, dass es euch gefällt, dass ihr es euch anseht. Das ist für mich so ein Gefühl wie so, hey, ich habe alles richtig gemacht bis jetzt. Ich habe alles gut gemacht. Klar, es geht noch besser. Klar, es geht noch schneller. Es geht höher, noch weiter vielleicht. Aber ich mache es halt für eine kleine Zielgruppe. Und wenn das so ist, dass es nur 100 sind oder 1000 sind, keine Ahnung, dann ist das so. Ich bin aber trotzdem dafür dankbar. Vielleicht kommt auch irgendwann ein Kamera-Update, dass ihr mal hier ein schönes Bouquet habt, also dass der Hintergrund unscharf ist, dass es mal ein bisschen epischer ist. Ich habe noch keine guten Lampen, ich habe hier nur eine kleine Softbox dran. Aber hey Freunde, jeder Beginn ist doch kein klein. Softboxen kosten 100 Euro zwei Stück. Ja, es ist nicht viel Geld, ich weiß. Aber für mich ist es gerade aktuell viel, weil ich noch nicht so viel leisten mehr kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wir werden es Stück für Stück schaffen, dass es geil wird, dieser Kanal. Dass Alpha Daniel 0 für euch eine Zuflucht ist, ein kleiner Safe Space ist, wo ihr einfach Spaß haben könnt, wo ihr einfach ihr selber sein könnt, wo ihr einfach euch wohlfühlt, wo ihr einfach in die Kommentare schreiben könnt, hey, wie geht's dir, Daniel, eigentlich? Wo ich auch dann antworte, sage, ja, mir geht's ganz in Ordnung, ganz okay, beispielsweise. Wo ich einfach nur mal ich selber bin. Wo ich mich nicht verstellen muss. Auf den alten Kanälen, ich hatte auch schon einen anderen Kanal namens Random Danny. Hier seht ihr auch was eingeblendet. Ja, das bin ich. Ich habe mich nur ein bisschen verändert. Weil ganz ehrlich, ich hatte schon so viele Versuche und habe mich auch schon so viel darauf angesprochen. Vor allem eine Person besonders, eine Person, die mir sehr nahe steht. Ja, du hast jetzt schon wieder einen Kanal eröffnet. Ja, habe ich, weil ich nie wusste, wohin soll es jetzt auf YouTube gehen. Weil mir wird es wahrscheinlich immer um Gaming gehen, vor allem Gaming. Comedy will ich mal raus versuchen, / Schauspielerei, die zwei Sachen. Aber wie ich das jetzt ganz genau mache, weiß ich noch nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Ich mach's euch und ich nehme euch mit auf diese Reise. Ich muss jetzt mir bald ein Buch bestellen über Monologe, aber ich weiß noch nicht welches, weil es gibt so viele Bücher. Ich brauche ja einen klassischen Monolog, einen modernen Monolog. Weil ich möchte mich an Schauspielschulen vorstellen, damit ich danach Schauspieler werden kann. Wie ihr es wisst jetzt da schon, dass es mein Traum ist und mein Ziel ist. Und dann möchte ich euch ein Stück weit hin mitnehmen, auch wenn es hier ist, dass ich euch nur 5 Minuten Videos hinhaue und sage, hey, ich lerne gerade einen Text auswendig. Ich lerne gerade ein Vorsprechen zu machen. Ich zeige euch meine Fails, ich zeige euch meine Wins. Ich zeige euch meine Erfahrungen im ganzen Leben dann damit. Ich habe jetzt schon so viel gelabert. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch ein bisschen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar da, um uns zu sagen, was wollt ihr unbedingt nochmal von mir hören oder was liegt euch auf dem Herzen. Einfach mal zu sagen, das ist mir wichtig. Das ist mir am Herzen, liegt mir am Herzen. Sei es auch dein Traum oder dein Ziel oder euer Ziel, was wir ein gemeinsames Ziel haben, ihr sagt so, hey, Daniel ist lieb, den machen wir ein bisschen Unterstützung jetzt. Keine Ahnung. Mit einem Like. Das reicht mir aus. Ihr müsst ja nicht jetzt sagen, ja, ich mache jetzt 1000 Kommentare auf einmal runter. Das müsst ihr ja nicht. Ihr müsst einfach das tun, worauf ihr Lust habt. Und das auch im Leben. Tut einfach das, worauf ihr Bock habt. Deswegen kommt erstmal, wie ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, um den Bogen zurückzuspannen zum Anfang, erstmal kommen keine Vlogs. Punkt. Und jetzt atmen wir erstmal alle aus, weil ich sagen muss, das war mit einer meiner emotionalsten Videos, weil es auch ein bisschen schwer gefallen ist, mir über mein Ziel zu sprechen. Aber da wird es auch ein gesondertes Video nochmal drüber geben. Und zwar übernächste Woche. Und ganz ehrlich zu euch, Freunde, da werdet ihr sehen, warum es genau mein Ziel ist. Und wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und es heißt... Hallöchen, Freunde, und habt jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Habt noch einen tollen Tag und ein bisschen Abend. Und wir hören uns. Peace out.